Jetzt kann ich auch die Frau Dardelen ankündigen. Ja, da gibt es auch einen Applaus, oder? Vielen Dank. Ist so eine Kombination. Ja, vielen herzlichen Dank an Patrick für diese Aktion. Vielen herzlichen Dank, dass trotz der kurzfristigen Einladung auch so viele Leute gekommen sind. Ich spreche hier für die Linke im Deutschen Bundestag. Wir möchten genauso wie ihr und Sie auch sagen, Happy Birthday, Julian Assange. Weltweit fordern ja viele, viele Menschen in vielen verschiedenen Städten heute die Freiheit von Julian Assange. Vor allen Dingen anlässlich seines 48. Geburtstags, dass er in einem Hochsicherheitsgefängnis in London absitzt oder verbringen muss, statt in Freiheit. Und er sitzt nicht in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, war ich vor einiger Zeit noch, kurz nachdem er in Haft gekommen ist und in diesem Gefängnis war, mit meiner Kollegin Heike Hensel und mit der Europaabgeordneten Anna Miranda auch vor Ort war. Er sitzt dort nicht, weil er ein Terrorist ist. Julian Assange hat keinen einzigen Menschen umgebracht oder verletzt. Julian Assange hat auch keine Kriegsverbrechen begangen. Julian Assange sitzt im Gefängnis, weil er mit seiner Enthüllungsplattform WikiLeaks den Terror des Krieges in Afghanistan, den Terror des Krieges im Irak aufgedeckt hat, weil er Kriegsverbrechen der USA an die Öffentlichkeit gebracht hat, von denen niemand wissen sollte und für die auch niemand bestraft werden sollte. Julian Assange muss seinen 48. Geburtstag im Hochsicherheitsgefängnis in einem europäischen Mitgliedsland Großbritannien verbringen, weil weder Großbritannien noch ein anderes europäisches Mitgliedsland den Mumm hat, den USA die Stirn zu zeigen oder sich zu weigern, Teil dieser imperialistischen Jagdgesellschaft auf diesen mutigen und ehrwürdigen Journalisten zu sein. Und wenn wir heute hier am Brandenburger Tor, besonders vor der US-amerikanischen Botschaft, protestieren für die Freiheit von Julian Assange, dann richtet sich, liebe Freundinnen und Freunde, unser Protest auch an das Kanzleramt im Tiergarten und auch an das Auswärtige Amt am Werdischen Markt. Wir fordern ganz klar und deutlich von Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch von Bundesaußenminister Heiko Maas, helfen Sie Julian Assange. Lassen Sie ihn nicht allein. Bieten Sie ihm politisches Asyl in Deutschland. Julian darf nicht an die USA ausgeliefert werden, wo ihm wegen der Enthüllung von Kriegsverbrechen die Todesstrafe droht. Und man muss schon wirklich sagen, in einem Land, in dem ein Navy SEAL wie Edward Gallagher, der nach Angaben seiner eigenen Kameraden grausamste Kriegsverbrechen im Irak begangen hat, von einem Militärgericht freigesprochen wird, kann ein Kriegsgegner wie Julian Assange weder Gerechtigkeit noch Fairness von den Gerichten dieses Landes erwarten. Und indem wir hier heute und jeden Tag Julian Assange gegen seine Häscher verteidigen, verteidigen wir uns, für uns auch die Demokratie. Die Jagd der US-Behörden auf Julian Assange ist ein Angriff auf die Freiheit von uns allen. Man muss wissen, Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, sie sind alle die Dissidenten des 21. Jahrhunderts. Und die Verteidigung der Freiheit von Julian, von Chelsea oder auch von Edward ist die Verteidigung der Freiheit selbst. So ist das Schicksal von Julian Assange eine Schicksalsfrage auch für uns alle. Denn in immer mehr NATO-Staaten stehen investigative Medien unter Beschuss. An Julian Assange soll wegen der Enthüllung von Kriegsverbrechen unter dem Rückgriff auf das US-Spionagegesetz aus dem Jahr 1917 ein Exempel statuiert werden. Die Whistleblowerin Chelsea Manning ist auch nicht deshalb umsonst im Beugehaft, um eben belastende Aussagen gegen Julian Assange zu erzwingen. Und dieses Vorgehen gegen ein Medium mit diesem Gesetz aus der Zeit des Ersten Weltkrieges ist ein Tabubruch. Und deshalb spricht ja auch zu,
zu Recht Edward Snowden von einer, ich zitiere, Kriegserklärung gegen den Journalismus, Zitat Ende. Es droht nämlich die Verfolgung aller Journalisten, die geheime Dokumente veröffentlichen. Es droht dann natürlich auch die Verfolgung von Abgeordneten wie mir, die vertraulich mit Journalisten eben über Sachen sprechen, die Regierungen und ihre Institutionen anstellen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch an die drei mutigen Journalisten in Frankreich erinnern, die vom Geheimdienst einbestellt werden, weil sie im April, also vor ungefähr 3 Monaten, April 2019, den Einsatz französischer Waffen im Krieg gegen die Zivilbevölkerung im Jemen aufgedeckt haben. Die Verhöre dieser drei Journalisten, die für das Investigativportal Disclose oder auch für Radio France arbeiten, durch den französischen Inlandsgeheimdienst, sind nichts anderes als dreiste Einschüchterungsversuche. So sollen fortan eben die Veröffentlichung von sensiblen Informationen unterbunden werden. Oder ich möchte erinnern an die Situation in der Türkei, wo Journalisten, die über Kriegsverbrechen berichten, als Geheimnisverräter verfolgt werden. Erst am vergangenen Freitag, also noch nicht mal eine Woche her, sind in der Türkei 4 Staatsanwälte und 2 Polizisten zu bis zu 26 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie im Sommer 2014 Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes MIT an islamistische Mörderbanden in Syrien aufgedeckt haben. Der Zeitung Cumhuriyet, einer oppositionellen Zeitung, die darüber berichtet hat, wird der Prozess seitdem gemacht. Und der damalige Chefredakteur dieser Zeitung, der diese Berichterstattung über die Waffenlieferung des türkischen Geheimdienstes an islamistische Terrorgruppen öffentlich gemacht hat und verantwortet, Can Dündar, der lebt seit Jahren in Deutschland im Exil, weil ihm in der Türkei das Schicksal von Julian Assange droht, Haft bis zum Tod. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, gehören diejenigen vor Gericht, nicht die, die Kriegsverbrechen publik machen, sondern diejenigen, die diese Kriegsverbrechen begehen oder sie zu verantworten haben. Und in diesem Sinne hoffe ich darauf, nachdem es festgestellt wurde, dass am 25. Februar 2020 die 5-tägige Anhörung über die Auslieferung von Julian Assange an die USA in Großbritannien verhandelt wird, dass wir es schaffen, bis zum 25. Februar weltweit eine Kampagne zu starten, alle vereint für die Freiheit von Julian Assange und damit für die Freiheit der Presse und Medien und unserer Informationsfreiheit. In diesem Sinne hoffe ich, dass der nächste Geburtstag von Julian, der 49., in Freiheit mit seiner Familie und seinen Freunden begangen werden kann. Happy Birthday, Julian.